Ja, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Mein Name ist Mathis Prange. Ich bin vom Zentrum für Lehrerbildung, dort stellvertretende Geschäftsführung, aber auch gleichzeitig noch Koordinator für Medienkompetenz im Lehramtsstudium. Und was Medienkompetenz ist, wird ja in der Presse vielseitig diskutiert, auch von der Politik her. Es gibt eine ganze Reihe von Vorstellungen, von Meinungen dahinter, die sehr weit auseinandergehen. Aber es geht eben auch viel damit, was sind denn so für aktuelle Entwicklungen gerade? Was sind vielleicht gehypte Themen? Was sind zukunftsweisende Themen? Da gibt es sehr viel, und das, was ich heute vorstellen möchte, ist das sogenannte Augmented Reality. Ich glaube, die meisten von Ihnen, wenn sie nicht den Begriff kennen, haben sie auch zumindest schon mal davon gehört. Pokémon Go ist den meisten ein Begriff, wo es ja darum geht, dass man in der realen Welt umherläuft, durch die Kamera des Smartphones schaut und dabei computergenerierte Figuren sieht, die in einem gewissen Grad mit der Umgebung auch interagieren können. Aber da ist die Möglichkeit der Interaktivität stark eingeschränkt. Im Endeffekt bleibt aber diese Kerntechnologie die, dass man sagt, man versucht, die Realität in einer gewissen Form mit digitalen Elementen zu verbinden und für die Leute dann auch zugänglich und interaktiv zu machen, was ja dann mit normalen Gegenständen nicht möglich ist. Eigentlich wollte ich Ihnen was anderes zeigen. Hier jetzt aber erstmal für den Einstieg ein ganz einfaches Beispiel. Was Sie hier sehen, ist eine Statue, die im Internet zur Verfügung gestellt wurde und jetzt Ihnen die Möglichkeit gibt, dieses Objekt, so, jetzt haben wir es aber, in vielfältiger Sicht 3D anzuschauen. Das ist jetzt insofern ein sehr simples Beispiel, wenn man sagen kann, naja, ob ich das jetzt auf einem zweidimensionalen Bildschirm bei YouTube mir in 3D anschaue oder in dieser Form, ist relativ egal. Die Möglichkeit dahinter ist allerdings eher, dass, das sehen Sie hier, dieses Objekt bewegt sich auf dem Tisch hin und her. Und wenn ich die Kamera runterdrehe, dann bewegt sich das Objekt auf den Boden. Das heißt, das Programm registriert durchaus, dass es hier verschiedene Ebenen gibt und dass sich Objekte auch an reale Begebenheiten feststellen lassen. Das hier ist zum Beispiel also Anwendungsszenarien sind im Bereich der Museumspädagogik, dass man sagen könnte, dass man Objekte, die entweder nur Leihgabe sind oder gar nicht vorhanden sind, dann in digitaler Rekonstruktion zur Verfügung stellt und an gewisse Orte platziert, neben Originalbefunden, um den Leuten zusätzliche Informationen zu geben und eben auch Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die mit den Originalen nicht möglich sind. Klassisch wäre zum Beispiel, dass diese Statue wahrscheinlich in dieser Größe nicht erlebbar ist und man eben nicht so nah herankommen kann, dass man sich diese Detailmöglichkeiten im Einzelnen anschauen kann, wie das hier möglich ist. Das hier ist eine ganz einfache App auf einem ganz normalen Apple iPad. Das wäre auch mit anderen Geräten möglich, mit Smartphones, mit Tablets auf Android-Basis und dergleichen mehr. Das, was ich Ihnen eigentlich vorstellen wollte, ist die Microsoft HoloLens. Und der Unterschied besteht darin, das, was Sie eben durch das Display gesehen haben, geht in diesem Fall damit, dass Sie diese Brille aufsetzen und durch dieses Visor hier hindurchschauen und dann diese dreidimensionalen Abbildungen im Raum sehen und damit genau auch interagieren können. Also dann eine Positionierung dieses Objekts im Raum vornehmen können und der merkt sich dann auch, wo diese Bereiche gewesen sind, also wo diese Objekte positioniert wurden, mit der Möglichkeit, dass man dann zum Beispiel diesen Bereich, wie ich es eigentlich geplant hatte, mit solchen digitalen Elementen zu bereichern, die man dann auch durch Bewegen im Raum von verschiedenen Blickwinkeln erfahren kann. Es gibt bereits von IKEA die App, dass sie damit dann Möbelstücke aus dem Katalog in ihrem eigenen Raum platzieren können in Originalgröße, um festzustellen, passt das denn von der Räumlichkeit her, ist die Farbgebung vielleicht angemessen, sie können nach Belieben die Farbe ändern, hätte ich Ihnen gerne gezeigt. Das heißt, Sie sehen, da werden bereits sehr gezielte Einsatzszenarien vorgenommen, die momentan sehr stark im Bereich Konsum gehen. Aber es gibt noch andere. Da wollte ich zwei, drei Beispiele noch zeigen und kurz vorstellen.
Denn ich habe es ja genannt, inwiefern wir hier eine Zukunft haben oder es lediglich ein Hype ist. Wenn man sich mal anschaut, wie die deutsche Industrie darauf reagiert oder andere da Anbieter, gibt es zum Beispiel von der Deutschen Bahn mittlerweile ein Trainingsprogramm für neue Formen von Alltagssituationen, in dem Fall ein rollstuhlgerechter Eingang für den ICE, an dem dann Bahnmitarbeiter geschult werden. Siemens arbeitet in der Produktion, das sieht man hier im Hintergrund, bei der Planung von neuen Elementen mit Virtual Reality, dass die Leute dann eine solche Brille aufziehen und dann in Lebensgröße oder Überlebensgröße dann entsprechende Planungsvorgänge vorzunehmen, das eben eine andere Möglichkeit der Erfahrung ermöglicht als bloß ein zweidimensionaler Bildschirm. In der Medizin ist das ein ziemlich großes Thema. Sie wissen, es werden bereits Operationen per Roboter über Bildschirme vorgenommen, wo dann zum Beispiel Chirurgen mit sehr präzisen Joysticks zum Beispiel Roboterarme über Distanzen steuern, die dann eine solche Operation vornehmen. Die Idee geht dahin, dass man eben nicht mehr auf einen Bildschirm gucken muss, sondern den Körper in dreidimensionaler Form vor sich in der Luft schweben sieht, in Form eines Hologramms, durch zum Beispiel eine solche Brille hier. Und dann die Bewegungen des Arztes direkt auf den Roboterarm übertragen werden, sodass er dann sehr genaue Eingriffe vornehmen kann. Das wird zumindest momentan bereits erprobt. Im Konstruktionsbereich habe ich bereits gesagt, was natürlich den Leuten neue Möglichkeiten gibt, Designs auszuprobieren, Passformen, Distanzen und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in absehbarer Zeit, wenn Sie Ihre nächste Küche planen, dann eben auch nicht mehr auf dem Bildschirm die Küche erleben können und sich anschauen können, wie das in etwa wohl passen wird, sondern dann eben in 3D, das heißt entweder mit einer solchen Brille hier oder mit diesen Virtual Reality Brillen dann die Küche auch in Originalgröße vor sich stehen haben und dann eben entscheiden können, ist mir die Arbeitsplatte denn hoch genug, komme ich so noch immer noch gut an meine Regale dran und dergleichen mehr. Im Bereich Wartung wird diese Technik, das sehen Sie hier abgebildet, das ist diese Microsoft HoloLens, angeblich auch schon vermehrt eingesetzt, in der Praxis sehr häufig mit Tablets, so wie ich es eben gemacht habe, in dem kleinen Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe. Was die Möglichkeit gibt, für einen Installateur eine ganze Reihe von Zusatzinformationen abzurufen und sich genau Handgriffe erklären zu lassen, in der Reihenfolge, wie er sie vornehmen muss. Wie viel dahinter Marketing ist und wie viel sich da ein Unternehmen quasi jetzt innovativ verkaufen will, was aber praktisch in der Anwendung so noch gar nicht umsetzbar ist, das ist schwer festzustellen, aber man kann sagen, zumindest ist es offenbar schick für so wichtige Firmen wie Siemens oder ThyssenKrupp, sich als innovativ darzustellen, dass sie sagen, wir benutzen die neuesten Technologien, um entsprechende Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen. Andere Firmen gehen sogar noch einen Schritt weiter, die Trainingssimulationen durchführen mit Virtual Reality und Augmented Reality und die dann bestimmte Trainingsszenarien den Leuten zur Verfügung stellen, die sie dann durchführen müssen. Und was bei diesem Trainingsprozess dann an Daten gesammelt werden kann, wird dann ausgewertet und zur Verfügung gestellt. Das heißt eben nicht bloß für die Person selber, dass sie ein Feedback kriegt, ob sie vielleicht zu schnell war oder im falschen Winkel gearbeitet hat, sondern auch für den Trainer oder eben die Lehrkraft, dass sie dann sieht, wie die Performance war, welche Fehler vielleicht gemacht wurden, um dann den Leuten sehr gezielt Feedback geben zu können. Ich mache das nur ganz kurz, weil häufig die Sachen vermischt werden. Virtual Reality ist in der Regel der Punkt, das sehen Sie hier auf dieser Folie, dass die Realität komplett ausgeblendet wird durch eine virtuelle Realität. Also was Sie dann sehen, ist alles nur innerhalb der Brille, produziert durch einen Computer. Wohingegen das, was Sie eben gesehen haben, Augmented Reality ist. Das heißt, die Realität, so wie Sie sehen können, durch die Kamera wird ergänzt, durch Software und durch die Hardware und ergibt einen Mix, was dann wiederum heißt, Augmented Reality, deswegen erweiterte Realität. Also das, was Sie sehen, wird durch zusätzliche Informationen angereichert und ergänzt. Microsoft selber versucht noch so eine Mischpräsenz anzubieten. Da muss man mal schauen, ob sich das überhaupt durchsetzt. Im Grunde können Sie sich, wenn überhaupt, einen Unterschied merken zwischen Virtual Reality und Augmented Reality. Und es gibt bereits die ersten dystopischen Visionen. Hier sehen Sie Medellin.
in einer Produktion eines japanischen Künstlers, der quasi suggeriert, wie die Welt mal aussehen könnte, wenn die ganze Umgebung voll ist mit Werbetafeln, mit Infotafeln, sie permanent Informationen wie beim Handy eingeblendet kriegen, dass sie gerade eine Nachricht bekommen haben, dass ihr Fußballverein gerade vielleicht ein Tor geschossen hat, dass sie mit Werbung belästigt werden, lauter solche Dinge. Und was für Folgen das haben kann. Das bedeutet, das Einsatzspektrum dieser Technologie ist ziemlich breit. Sie sehen, es gibt bereits verschiedene Branchen. Ansätze, wie sich das durchsetzt und ob sich das durchsetzt, wird im Grunde die Zukunft zeigen. Ja, da wäre ich jetzt am Ende meines Vortrags und bin natürlich gerne bereit, um Fragen zu beantworten. Vielen Dank.